Bin ich noch unter 100 Sekunden? Bitte unter 100. Unter 90! Alter, ey, was bist du denn für ein Lappen, ey? Okay, es ist noch nicht mal ein Power-Up. Ah! Ah! Tschüss! So, sind wir unter 90? Nein, wir sind doch knapp nicht unter 90. Ach komm, wenn das jetzt wieder so 90 Sekunden sind. 80! Mann! Was ist das denn? Ich war so stolz auf meine Zeit. Oh! Ah! Okay, ich habe gedacht, das Spiel ist so nett und es bleibt stehen. Alles klar. Ich, ein Zeichen ist im Sinne von Kevin, das Spiel ist nicht mehr nett. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück bei Super Mario Bros. Wonder. Im letzten Part, den ihr oben rechts nochmal in der Infokarte verlinkt habt, sind wir hier jetzt in der wunderbaren Welt der, ich habe den Namen vergessen, der Fungi-Mine. Nochmal zur Gesamtübersicht, also sind wir praktisch auf der Zielgeraden, zumindest in der Richtung der Zielgeraden. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier rechts oder runter zu gehen. Wir gehen mal rechts und holen uns das nächste Abzeichen. Raketenschuss! Und wenn ihr hier klickt, dann kommt ihr zur Playlist, um alles von Super Mario Bros. Wonder zu sehen. Da freue ich mich sehr auf euer Feedback. Und, ja, ich versuch's. Ich versuch's. Wir müssen ja erstmal gucken, was genau ich. Und dann die Ranke abfeuern. Die Ranke abfeuern? Holy shit! Ach, okay. Also mit. Alles klar. Den Pilz, den nehme ich gerne. Das heißt springen und dann ZR ist das, ne? ZR ist das, naja. Okay, ja, das ist. Ah ja, ich verstehe. Ach Gott, ey, das hat er alle, Ah ja, okay, verstanden. Okay, verstehe ich. Aber letztendlich ist das schon eine geile Sache. Oh, shit. Ich habe halt wirklich Schiss, dass, und das muss ich mal ganz deutlich sagen, dass das einfach zu, viel wird. Man hat so viele Abzeichen, man hat so viele, hoppala, man hat so viele Sachen, aber hier kann man ja wirklich, ja, ah, okay, es geht nicht endlos zur anderen Seite. Okay, das heißt, wir müssen, okay, verstanden, ja. Ich finde, so gut, man muss sich das ja auch. Tschüss. Ach, das geht auch. Sehr schön. Okay. Gut, gut, gut. Ja, da muss man erstmal, reinsteigen, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich verweise nochmal auf die Timesteps, wenn ihr Bock habt. Dort habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch die verschiedenen Levels anzuschauen, wenn ihr das denn gerne möchtet. Einfach nur als Hilfe für euch. So, nee, das Abzeichen will ich jetzt gerade mal nicht spielen. Das klingt sehr, sehr kompliziert. Weiter geht's. Okay, also hier kann man auf jeden Fall wegtechnisch gar nichts falsch machen, muss man sagen. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Das nächste Level ist die zweite Expedition. Und diese Expedition heißt Wackelruinen. Und in den Wackelruinen, denke ich, wird es wackeln. Oh, weil die nehme ich gerne. Ey, kommst du mal zu mir, bitte? Dankeschön. Ach, du großer Gott. Alles klar. Die Wackelruinen. Naja. Wenn ihr Lust habt auf Mario Kart Content, dann klickt doch mal hier in die Playlist rein. Bezüglich meines aktuellen Projektes. Uiuiui! Ui, ui. Welches da heißt Mario Kart 64. Cups rückwärts fahren ist bisher sehr, sehr gut angenommen. Und da freue ich mich auf euer Feedback. Also diesen Sprung, den muss man tatsächlich. What the fuck? Okay. Ich glaube, das geht tatsächlich besser mit der.
Uiuiui, mit der Pflanze. Aber das haben wir doch mit ein wenig Skill, würde ich doch mal sagen, doch einigermaßen geschafft. Man kann ja mal was Positives erreichen, ne? Oh Gott. Okay. Thrumpy! Ja, wenn ich den ganzen Tag so wackeln würde, dann wäre mir in der Tat auch schlecht. Aber da steckst halt nun mal nicht drin, gell? Ist hier irgendwas? Nee, man denkt immer, dass hier immer so ein Secret eingebaut ist, aber... Aber ist nicht. Ist nicht. Ist auch nicht schlimm. Da links ist aber auf jeden Fall was. Das sehe ich. Hallo? Ey! Da ist auf jeden Fall ein Secret. Ja. Ist auch okay, dass es eine Münze ist. Muss ja nicht immer alles direkt ein Secret Exit sein. Hui! Das gefällt ihm. Schön. Ah, schön. Ah, Hilfe, nein. Ja, wie soll ich das denn machen? Ach, Leute. Immer diese Luftballons. So. Okay, der pustet sich anscheinend. Das wäre jetzt fast schlecht gewesen. Okay. Also mit der Pfeilschütze komme ich echt am besten klar, muss ich gestehen. So. Der holt nach Luft. Voll geil. Ja. Und der rutscht sich jetzt hier. Oh! Ah! Okay. Ich habe gedacht, das Spiel ist so nett und es bleibt stehen. Nein, natürlich. Okay. Das Spiel wird jetzt langsam... Ah! Alles klar. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Zeichen ist im Sinne von Kevin... Das Spiel ist nicht mehr nett. Das Spiel war mal nett. So, okay, den müssen wir ja Gott sei Dank nicht mehr holen. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt... Nee, müssen wir nicht, okay. Hui! Ja, es ist schon... Ich finde es schon cool gemacht. Vielleicht kriegen wir jetzt den Ballon. Okay, ein Item. Gut. Nehmen wir mit. Ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber es ist okay. Es ist okay. Ist okay, okay. So. Ah, Moment. Da ist das Dingens. Dahinter. Habt ihr das auch gesehen? Da ist das. Wenn ich das jetzt richtig gepeilt habe... Oder bin ich jetzt voll verwirrt? Wie komme ich denn da hin? Da muss ich hin. Geht das... Ich glaube, das geht nur mit einem... Ich glaube, das geht nur mit einem Item. Aber mit welchem? Oder ich bin gerade völlig auf der falschen Pferde. Ist ja auch egal. Wir nehmen jetzt... Hier müssen wir jetzt aufpassen... Da gehen wir jetzt einmal rein. Lassen uns mal mittragen. Gut, das ist ja jetzt echt nicht schwer. Man muss halt nur mitdenken. Ah, okay. Wahrscheinlich habt ihr auch gar nicht gecheckt, was ich da meinte. Oh ja, klar. Slime. Slime, 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 Slime. Ja, ja, klar. Okay, jawohl. Natürlich, klar. Mhm. Ach du Scheiße. Ah! Okay, also es geht wohl darum, hier wirklich schnell durch. Boing. Boing. Okay. Wenn wir die Wundersamen haben, ist alles okay. Darauf fokussiere ich mich auch tatsächlich. Thank you so much!
So, hier ist das Ziel. Okay. Alles klar. Manchmal bekommt, also manchmal denkt man ja auch so, okay, huch, das ist jetzt so schnell. Ne? Dann, das ist ja Wahnsinn. Alles klar. Okay, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, hier in eine Röhre zu gehen oder uns von dem belabern zu lassen. Belabern wir uns mal von Poplin. Enorm, dass du den echten Ausgang gleich beim ersten Besuch entdeckst. Ja, das war jetzt auch nicht wirklich schwer. Okay. Was fällt dir einmal lieber? Ach. Das ist aber nett. Also das Spiel ist doch nett. Es hat sich dazu entschieden, doch nett zu sein. Ist das hier so ein Secret-Me-Kack oder... Okay, ich frag einfach nicht nach. Gehen wir in die Röhre rein. There you go. In die Tiefen des Sumpfs. Kuckuck. Kampfparty Fungi-Arena. Okay, alles klar. Dann kämpfen wir doch mal in der Fungi-Arena. There you go. Besiege alle Gegner. Ach, okay. Ja, das weiß ich halt nicht, ne? Ich nehme mal den Elefanten und... Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hä? Bin ich doof? Ja, ne? Ich muss alle Geister in die Mitte holen. Richtig? Dann brauche ich ja theoretisch überhaupt gar keine Items dafür. Da muss ich ja klein und wendig sein. Wenn ich das richtig sehe. Na dann los. Komm, 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 komm. Sekunden. Das war ja einfach. Okay, was hat das noch? Ach so, das hat die Lampen. Ach, ich habe das völlig falsch gedacht. Lustig. Gut, dass die Zeit weiterläuft, ne? Oh, fuck. Okay, das war minimal. Ach, komm. Das war knapp. Zeit bin ich ja immer total schlecht, aber naja. Oh, bitte. Noch zwei. Ach so, da. Ach Gott. Manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Noch 7. Okay, da muss ich auch im Kopf springen. Da brauche ich die Feuerblume am besten. Boah, ey. Ja, scheiße, ey. Ich meine, das geht ja schnell. Ey! Bin ich noch unter 100 Sekunden? Bitte unter 100. Unter 90! Alter, ey, was bist du denn für ein Lappen, ey? Unglaublich. Nee, finde ich scheiße. Jetzt bin ich beleidigt vom Spiel. Jetzt bin ich beleidigt. Okay, wir können eh nichts dran ändern. Es geht weiter hier mit 11 Wundersamen, okay. Ja, die haben wir natürlich zur Verfügung.
Damit dürfen wir das Okay, wir kommen halt auch nicht weiter hier, okay? Let's go, Expedition 3. Giftruin. Okay. Oh, bitte. Ja, so, ja, ja. Na dann, wenn wir schon ein Power-Up davor bekommen, dann... Okay, es ist noch nicht mal ein Power-Up. Ah! Ah! Tschüss! Also, jetzt mal... Stopp. Jetzt müsst ihr mir mal bitte mal kurz erklären, warum hier Koopas sind. Die können doch überhaupt gar nicht. Das geht doch gar nicht. Okay, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass da was ist. Ich wusste es genau. Ich wusste. Super. Danke. Danke für nichts, Spiel. Das ist, glaube ich, eher so ein Quiz-Ding, ne? Oh, oh, oh. Was muss ich machen? Ich muss runter. Okay. Ja, weiß man's? Hallo, Toad. Ich muss da jetzt nicht hoch, oder? Mhm. 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 Okay. Huch! Den hab ich. Oh, ich war jetzt total. Sorry. Oh mein Gott, ey. Ich habe Bauchschmerzen. Jetzt mal ernsthaft. Scheiß auf die Münzen. Ich brauche Kadalalala. Da muss ich hin. Ja, super. Geiler Shit. Ah. Cool, danke. Warum nicht direkt so? So, alles klar. Hier kommt... Aha. Also, so ein Stück weit habe ich Schiss. Da bin ich ja ehrlich. Was muss ich machen? Ah ja, okay. Also bin ich noch ein Stück weit gut mit der Zeit. Immerhin. La la la. Danke. Okay, ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwie auf so einem Secret-Trip bin. Ist das ein Secret? Könnte gut sein, ne? Vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Und du schießt mich wieder ab, ich weiß. Du kleiner Gangster. Okay, das ist ein Indiz dafür, dass hier irgendeine Scheiße ist. Ah, okay. Nee, aber... Ach, guck mal, da geht's weiter. Ja. Okay, also hier gibt's definitiv, hier gibt's definitiv etwas zu holen. Ja, hier gibt's definitiv was zu holen. siehst du, als wärst du wieder da, wo du begonnen hast. Aber die Erfahrung sagt mir, dass die Giftruhe noch einen anderen Ausgang gibt. Ach. Das Fühlerabzeichen. Und noch einen. Ach, schön. Ja, alles klar. Dann, danke für den Hinweis. Das Fühlerabzeichen. Alles klar. Ja, okay, dann wollen wir mal gucken, wo in den Giftruinen jetzt der Secret Exit ist. Thank you so much! Wir wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt mit dem Abzeichen spielen müssen. Den Hinweis, den nehmen wir gerne. Und, warte mal. Er spüre wichtige Items in der Nähe, etwa Wunderblumen. Ah, okay. Er spüre. Okay. Das heißt, wir haben das noch überhaupt gar nicht so gecheckt. Verstanden. So, zum Beispiel hier ist ja ein Secret. Das wissen wir ja. Wobei ich ja finde, dass das überhaupt
Ey. Das sieht auch... Ach, das sieht alles komisch aus. Ey, keine Ahnung. Ey, weißt du was ich, wo hier die ganzen Secrets sind, Alter? So, hier geht's ja theoretisch runter. Da. Da geht's, da ist ja was. Definitiv. Da rechts ist jetzt eine Pflanze. Ja. Da sind überall Zwischenwege. Also. Keine Ahnung. Das Fühler-Item verstehe ich, müssen wir dann wahrscheinlich verstehen. Wir können es nochmal. Er spüre wichtige Items in der Nähe, etwa Wunderblumen oder Zehnerblumenmünzen. Wunderblumen oder Zehnerblumenmünzen. Gut, da muss man dann halt wirklich gucken, wie das sich bemerkbar macht. Da müssen wir wahrscheinlich genau hingucken. Hui! Dich hätte ich ja fast wieder vergessen, du Arsch. Ist nix. Das sind Münzen. Ah. Ach, guck mal. Habt ihr gesehen? Da. Cool. Alles klar. Da oben. Ja, wie zur Hölle komme ich denn da hin? Wie komme ich da oben hin? So, der Knochen, der bleibt da. Ach so. Nee, Moment. Nee, ich bin völlig weg. Nee, da geht's auch nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Okay. Holy shit. Ich fühle mich auch so ein bisschen nackig jetzt. Du bist ja ein kleiner Tau, du kannst gar nichts machen. So, du schießt mich wieder ab, du Arsch. Verstehe ich ja alles. Ich brauche auf jeden Fall erstmal ein Item. Ein Power-Up. Ein Power-Up ist schon mal die halbe Miete. Hier greifen wir uns unseren... So, das verstehe ich ja. Das haben wir aber alles schon. So, ich muss mir das nochmal... Ja, da ist ein Weg. Mit den beiden Münzen. Tja. Tja, ist halt die Frage, also hier ist ja nichts, also wir müssen ja links rüber, das ist der reguläre Weg dann. Mauer, Mauer, hier geht nichts. Da unten ist der Weg, aber der geht ja nur hoch. Alles gut. Hier ist auch alles gut. So, hier ist der Weg. Ich gehe mal davon aus, dass es da auch nicht weitergeht, also... Ich sehe jetzt erstmal hier nichts Auffälliges. So. Hier ist was. Ach. Darauf hätte man also... Oh, bitte. Oh Gott. Hallo. Ach so, den kann man. Alles klar. Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich... Aua. Ja. Dann ist die Sache auch... Logisch. Ist natürlich die Frage, was wir hier machen müssen. So. Ja, das war dumm. Ich wollte das auch eigentlich gar nicht, aber okay, wir wissen zumindest, wo wir hin müssen. Das ist doch... Voll geil. Okay, das Item ist echt gut. Zugegeben, das Item ist echt gut. Okay, alles klar. Dip.
So. Was haben wir denn da unten? Ich möchte das eigentlich noch wissen, was wir hier haben. Da ist nichts, okay. Ich meine, es ist ja auch offensichtlich, dass da ein Weg war. Das hat ja jeder gesehen. So, jetzt muss ich das irgendwie nur schaffen immer darüber. Beziehungsweise... Genau. Ja, was mache ich denn jetzt? Okay, das war ziemlich close. Das reicht nicht. Ach, ich bin aber auch manchmal so selten... Kevin. Mann! Lecko funny, ey. Ich finde es tatsächlich schwer mit diesem Wabbel. Aber das ist auch wirklich einfach wiederum eine Sache, die liegt einem mehr, dem anderen weniger. Zum Teil kann ich das hier überhaupt gar nicht feststellen. Ist aber auch nicht schlimm. Nur das geht einigermaßen noch. Das kriege ich auch hin. Zumindest kriege ich das irgendwie gebacken. Ich glaube, ich... Das geht gar nicht. Aber ich kann mich einfach da dran halten. Ah. Ja, das macht Sinn. So, und dann kann ich ja dann... darüber und dann schnell runter. Okay. So. Ui, das war knapp. Da ist eine 10er-Münze. Aber hier muss ja auch... Oh, fuck. Ach, das geht gar nicht. Ach doch, das geht. Oder doch nicht? Ich weiß es nicht. So, wir müssen runter. Logischerweise. Danke. Damit haben wir die Münzen durch. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier... Ach, hier sind wir jetzt. Ah, gecheckt. Okay. Thank you so much! Ach ja. Das würde mir natürlich jetzt noch fehlen. Nein! Bitte! Boah, wenn ich jetzt hier sterbe, dann... Oh Gott, ey. Tu mir bitte den Gefallen und lass das Level enden. Bitte. Ja gut, ein bisschen Geld, da habe ich ja nichts gegen. Ist in Ordnung. Damit kann ich umgehen. Damit kann ich auch umgehen. Was geht jetzt ab? Oh Gott. Meine Nerven sind ein bisschen strapaziert durch das Level. Nein! Was ist hier schon wieder? Aha. Wie komme ich da hin? Ich muss den inneren nehmen. Ja, ich sehe es. Komme ich da? Ich will mal gucken, was da oben ist. Ich kann mir vorstellen, dass ich das Spiel da... Okay, es hat sich nichts ausgedacht. Gut. Dann ist ja alles gut. Oh, um Gottes Willen, ey. So, was passiert jetzt? Aha. Gott sei Dank, ey. Boah. Oh, dieses Level. Ach so, so machst du das. Egal, wir sind im Ziel, der Rest ist egal. Gott sei Dank. Oh. Schön. Prächtig. Damit sind wir in diesem Level durch. Und das war, es war wirklich ein schwieriges Level. Also, das hat wirklich 4 Sterne verdient. Es geht weiter. Wir wissen ja nicht, wo es hingeht. Popelins in Not. Okay, dann müssen wir unsere Freunde mal wieder retten. Ja, das ist wohl richtig. Warum? Warum?
Ich verstehe nicht, warum. Was findet ihr an diesen flapsigen Dingern so toll? Ja, das erübrigt sich hier, das Spiel. Ach ja, das war ja einfach. Okay, das verstehe ich halt wiederum gar nicht. Das hat doch gar keinen Sinn gemacht. Rettet die Popelin, super. Hallo. So, und jetzt... Ja, schön, dass ihr euch freut. Oh, danke. What? Ach so. Okay. Die Welt ist geschafft. Schön. Hätten wir ja was geschafft heute. Okay, wir gehen nach Hause. Tschüss. Bye, bye. Haut da rein. Marat die Hut, schwing der Hut. Ach, schön. Ja, wir machen weiter. Es geht immer weiter. Hör mal, es gibt keinen Ausweg. Es geht immer und immer weiter. Okay. Wo treibt es uns denn? Ich gehe mal davon aus. Ach doch, es ist... Ach, guck mal. Ui. Ja, okay. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Es geht doch zurück schon. Okay. Keine Secrets. Wir sind wieder zurück in den Blüteninseln. Wahnsinn. Okay. Damit hat Bowser nur noch eine böse Wolke. Die ihn beschützt. Und auch die bekommen wir noch klein. Verspreche ich euch. Die bekommen wir auch noch klein. Eben, wir können nicht aufhören. Wir müssen noch einen Königsamen finden. Den letzten, den finden wir natürlich dann in der linken Welt. Ich gehe noch mal einmal ganz kurz hier rein. Um noch mal kurz für mich Revue passieren zu lassen. Weil das ja doch gar nicht mal... Es geht auch gar nicht mehr zurück. Okay, wir müssen den Weg. Okay. Spiele online ist klar. Also, wir haben alles erreicht und alles gemacht, was wir konnten. Und das war wieder eine sehr große Welt. Ein paar Wundersamen fehlen, vereinzelt. Aber das sehe ich jetzt eigentlich eher sportlich. Also, es geht. So viele sind das jetzt nur auch nicht, die uns da fehlen. Was mich eher wundert, ist, dass wir hier kein Secret gefunden haben. Hier, das würde sich nämlich gerade hier anbieten mit den ganzen Wolken und so. Aber okay, dann ist es halt so. Und ab hier war es ja im Prinzip ein Selbstläufer. Hier war dann auch nichts mehr zu holen. Und es ist ich finde das ist eine schöne Welt. Haben sie echt schön gemacht. Ich mag das Flapsige nicht. Das ist so ein bisschen Crash Bandicoot-like. Ich verwechsel, was heißt ich verwechsel? Aber ich finde das Spiel schon sehr Crash Bandicoot-like zum Teil. Also es erinnert sehr, sehr viel an Crash Bandicoot auf jeden Fall. Und ich denke, einfach, dass sich die Ersteller hier wirklich sehr, sehr viel abgeguckt haben von verschiedenen Spielen. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Okay, dann gehen wir mal weiter hier links in Richtung von Welt 6. Gucken uns nochmal die Gesamtkarte an. Genau, die Magmatiefen Welt 6. Wir sind jetzt auf dem Weg dorthin. Und die letzte offizielle Welt. Wir wissen ja, dass da kommt eh immer was. Von daher gucken wir mal. Hier gucken wir noch mal ein bisschen nach Secrets. Okay, das ist ein Level. Das ist ein Level. Das ist kein Level. Okay, wir haben einen Abzeichentest und zwei Level, bevor wir da rechts, da links hingehen. Und da sind noch mal ein paar Level, bevor wir... Ach, guck mal. Läuft. Okay, alles klar. Dann sagen wir noch mal einmal kurz Hallo. Du kleines Eselskind. Und dann machen wir mal die Röhren zuerst. Im Garten der Piranha-Pflanzen. Oder war das dasselbe Level? Ich weiß es gerade nicht. Ich konnte das jetzt nicht richtig sehen, aber für mich sah das... Es ist ein Muncharon. Oh je. Ja, ich sehe es. Ach, hinten sind wir. Okay. Auch das haben sie richtig schön gemacht. Und ich glaube auch, dass dieses Spiel dafür sorgen wird, dass wir noch viele weitere Spiele haben werden.
in diesem... Das ist richtig. Fleißig bin ich immer, Leute. Tschung. Pum. Hat er die jetzt weggemacht? Nee, schade. Und zack. Okay. Secret oder Tatsache? Nee. Ein Level. Ein Level. Ein Leben. Aber... Gut, der dreht natürlich jetzt durch wegen... Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Da ist eine Röhre. Okay. Lässt auch wieder... Ah, gecheckt. Hahaha, sehr gut. Okay, ja, da muss man erst mal drauf kommen, ne? Okay, was dreht er denn hier durch, sag mal? Okay. Gut, das Level ist schon ziemlich, das ist schon echt ein bisschen zu viel. Mancha Run, Ladies and Gentlemen. Huch! Stern. Ach so. Der geht wieder zurück. Cool. Schön, schön, schön. Gefällt mir. Also das Zusatz-Item ist ein bisschen sehr obvious, ne? Da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Hier ist wieder irgendwas. Ja, ich platze gleich vor lauter Kraft. Okay. Wieder ein Mancha Run. Ja, okay. Hä? Ach so. Ich platze gleich vor Kraft. Das war der Hinweis. Okay. Interesting. Ja, und jetzt? Hier passiert ja jetzt nicht unbedingt viel, ne? Hallo? Das ist auch wieder so ein Tick aus Gianna Sisters. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Scheiße. Das war meine eigene Dummheit. Bis. Ach, ich bin da hinten. Ja, das brauche ich. Das brauche ich. Einmal ducken, bitte. Es braucht... Oh! Bumm. Okay, verstanden. Ist da was? Okay. Den Wundersamen, den nehmen wir natürlich mit. Gar keine Frage. Und erfreuen uns... an Geld. So wie immer. So wie immer. Okay, hier. Boom. Warum? Warum schlägt er da? Ach so, ich verstehe. Ja. Das sieht tatsächlich ein bisschen nach Secret aus. Hier, tatsächlich, ja. Weiß nicht, ist da noch eine Münze? Ich könnte mir vorstellen, dass da noch eine Münze ist. Ja, ist natürlich ein sehr starkes... Da hätte ich jetzt, da bin ich ehrlich, so nicht gedacht. Ja, Tatsache. Wahnsinn. Ja, das ist ziemlich gut, das Fühlerabzeichen. Muss ich einfach... Na, das muss ich einfach anerkennen. Das ist wirklich gut. Und ich glaube auch, dass man mit dem Abzeichen dann auch wirklich alles schafft. Das ist überhaupt gar keine Frage.
So, wir haben die zwei Wundersamen. Das ist das, was uns... Das wollten wir. Das ist richtig so. Und das machen wir auch so. Und wir machen jetzt noch das Abzeichen. Aber ich glaube... Okay, es ist dasselbe. Aber das ist ein bisschen doof gemacht, ne? Okay, aber es sind tatsächlich beide. Okay. Schwebe-Pirouette. Ob wir Lust haben, eine Pirouette zu drehen? Ich kann mal eine machen. Drücke in der Luft R oder schüttel den Controller. Ach, das ist das. Alles klar. Ja, ist cool. Ich habe auch das Gefühl... Ich habe auch das Gefühl, dass die hier wirklich alles an vorherigen Aktionen hier mit reingebracht haben. Muss ich echt sagen. Also sie haben alles, was Mario kann, hier reingepackt. Und ich weiß nicht, ob das so gut oder schlecht ist, weil das macht das Spiel. Ach du Scheiße. Okay, nee, das war doch... einfacher als gedacht. Weil das macht das Spiel doch sehr komplett und sehr, sehr auch reizvoll, aber auch sehr, sehr komplex, finde ich. Muss ich gestehen. Aber es ist mega. Also da muss man, ich glaube, man muss das Spiel wirklich erstmal durchspielen und das vielleicht noch ein zweites Mal durchspielen. Also muss ich echt sagen, das ist vielleicht wirklich am besten. Die Fische da rechts, die Cheep Cheeps. Die Cheep Cheeps, die machen mir da so ein kleines bisschen, ob die mir irgendwas sagen wollen. Was meint ihr? Naja. Tja, wir gehen mal weiter. Die letzte Blüteninsel, bevor es hier losgeht. Und wir können da ja schon rein. Auf geht's. Ja, da gehen wir aber noch nicht rein. Das machen wir erst im nächsten Part. Hier könnte auch was sein. Überall da, wo so Schatten ist, da denke ich mir die ganze Zeit so, da muss doch irgendwas sein. Hier ist aber nichts. Gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Was haben wir denn noch? Wir haben eine Kampfpartie und wir haben noch ein letztes Level. Ach du Scheiße, Entwicklerin. Okay, was weg ist, ist weg. Was weg ist, ist weg. Also es gibt ja Leute von euch, die ja wirklich sagen, so im Sinne von, das ist scheiße. Ich finde das ja gar nicht so schwierig. Das erste Weglagern zumindest. Fand ich nicht so schlimm. Okay. Uno, dos, tres, cuatro. So, im Prinzip geht es einfach nur darum... Ach du Scheiße. Okay, das habe ich schon verkackt. Okay, das war schon mal schlecht. Gut, der erste Versuch, der wird's nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Oder vielleicht doch. Kurze Sprünge. Sehr gut. Oh. Ich habe halt keine Power-Ups. Das ist halt doof. Und hier hoch. Okay. Wiggler ist ein bisschen schnell. Ich glaube, das passt. Wenn jetzt das Ziel kommen würde. Nein! Scheiße! Boah, das war assi. Ey, jetzt aber mal bitte. Das war wirklich... Also, komm. Das war... Das sehe ich aber nicht so. Nee. Das sehe ich entscheidend anders. Egal. Doch, das ist schaffbar. Das kriegen wir schon hin. Das traue ich mir zu. La 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 la. Ich sollte meine Klappe halten. Halt einfach deine Klappe. In so einem Level in Secret Exit wäre es zwar scheiße. Das wäre richtig scheiße. Zugegeben. So, hier muss man tatsächlich ein bisschen vom Gas geben. So, ab jetzt kann ich Vollgas geben. Und Wiggler ist auch einem so ein bisschen in der Optik. Scheiße. Schon wieder hängen geblieben. Hallo, Bumba.
Mit seinen Rollschuhen. Ich liebe das, ey. So geil. So, das hat timingtechnisch halt jetzt nicht funktioniert. Das ist halt so. Gerade eben hat es funktioniert, jetzt nicht. Hier kann man einfach nur sagen, kurze Sprünge haben bei Super Mario World immer schon funktioniert. Los ist los. Die feiern das, ey. Finde ich voll geil. Boah, das war knapp. Ja, das war besser. Auf den Koopa. Ja, das ist es. Ach Gott, ich feiere gerade ein bisschen. Dankeschön. Ich finde halt, bei den Leveln ist es halt schwierig, wirklich einen Schwierigkeitsgrad offiziell zu machen. Klar ist das schwer, aber ich komme damit relativ gut klar. Das Level, was wir gerade eben hatten, was schwer war, das war für mich schwer. Oh. Hoppala. Wir haben einen Zweigsweg. Oh, das ist ja nett. Wir haben es geschafft. Wir haben das Rennen gewonnen. Und anlässlich des Sieges hat Wegler sogar einen Wundersamen überlassen. So werden aus Rivalen Freunde. Rennen ist schon etwas Tolles. Da hast du recht. Das führt uns dann hierhin. Ja, das ist eine Abkürzung zur ersten Welt. Ja, ist doch schön. Ja, das ist doch super. Ist auch eigentlich richtig schön gemacht hier, muss man echt sagen. Ist sehr süß gemacht. So, bevor wir jetzt in die Magma-Tiefen gehen, kommt noch die Kampfpartie. The Kampfparty. Und dann darf ich erstmal das Aufgenommene für euch schneiden. Besiege alle Gegner. Damit habe ich auch Probleme, tatsächlich. Viel mehr Probleme als ihr wahrscheinlich, aber es hängt immer davon ab, wie das ist. So, okay, there you go. Vor allem immer, ach ja, super, gut, dann habe ich ja richtig. Dann bin ich ja gut mit meinem, ich hasse das nur wie die Pest. Ah. Hallo. Hallo. Cheep, cheep. Cheep, cheep. Oh, das war gar nicht mal so gewollt. Ich hasse das. Okay, ich habe das doppelt gemacht. Ich muss da jetzt wieder hin, ne? Das verhunzt mir wieder so ein paar Sekunden. Ich habe hier, glaube ich, bei keiner Kampfarena habe ich hier 3 Münzen geholt. Bei keiner. Also das wird für mich, glaube ich, in der Nachbetrachtung noch mal sehr schwer werden. So, das ist kein Problem. Junge, geh mich auf den Sack. Geh auf den Sack. Das war dumm. So, da war noch einer. Ich habe keine Ahnung. Okay, das war einfach. Sehr schön. Das hat natürlich ein bisschen Zeit erspart. Da oben habe ich jetzt gedacht, ist ein Secret. Nein, ist er nicht. Hier wäre auch ein Secret echt arschig. Du Arsch, ey. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Die spielen sich die Bälle zu. Lustig. So, sind wir unter 90? Nein, wir sind doch knapp nicht unter 90. Ach komm, wenn das jetzt wieder so 90 Sekunden sind. 80! Mann! Was ist das denn? Ich war so stolz auf meine Zeit. Wirklich. Ich war so stolz. Ach Gott. Hola, Chico de Chicos. Das war's auch für den Part hier. Das war der 4. Teil von Super Mario Bros. Wonder. Im nächsten Teil, ich weiß nicht, ob es der letzte wird, werden es im nächsten Teil dann sehen. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt dran bleibt, dann bekommt ihr hier einmal die Chance, meinen Kanal zu abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Denkt ans Daumen nach oben. Und an die aktuelle Playlist, wenn ihr die letzten Parts nicht gesehen haben solltet. Ansonsten freue ich mich gerne auf euer Feedback zum aktuellen Projekt von Mario Kart 64. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann hier in Welt 6 wieder. Bis dahin. Ciao.